Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. Ich würde sagen, ich starte mal hinein in Tomb Raider War of the Worlds. Teil 297. Ja. So, mache ich hier ein Abzocken hier. So, ich muss bestimmt irgendwie da oben. Ich bin da felsenfest von überzeugt. Nur die Frage ist natürlich, wie. Muss man noch irgendwie nach oben kommen. Über die Rohre, da ist eine Plattform. Nee. Schauen wir uns das mal an. Was ist denn, wenn ich mal von der anderen Seite hier versuche hochzuspringen? Nee. Das ist ein Gitter. Hä, obwohl? Da ist eine Lücke. Testen wir einfach mal. Oh ja, das sieht gut aus, hä? Ist das die Lösung? Ein bisschen hoch, oder? Yeah, es passt. Ja, ich höre hier so einen komischen Raben. Jetzt kann ich auch die Munition hier aufsammeln. Prima. Ja, wie geht's jetzt weiter? Oh ja, okay, das sollte ich aber hinkriegen. Ein bisschen immer nach links. Oh, ich dachte gerade schon. Okay, da hätten wir einen Knopf. Was haben wir hier noch so Schönes? Einen zweiten Knopf. Oh, nee. Ja gut, drücken wir da mal drauf. Okay. Hätte ich hier hochspringen müssen? Zu spät. Okay. Jetzt bin ich hier. Hallo? Oh, das ist eine Kiste. Seht ihr? Lara, wo bist du? Okay, hier hat die Kamera sich jetzt ein bisschen verabschiedet. Ja, ist eine gute Frage. Wohin? Vielleicht einen Anlauf nehmen? Und... ja, das mache ich mal. Ich nehme mal einen Anlauf. Eins, zwei, drei. Okay, doch mal. Okay, jetzt nochmal. Irgendwie will die nicht darüber springen, warum auch immer. Da runterspringen? Weißt du was? Versuch macht klug. Oh! Ja, okay, das war vielleicht noch ein bisschen sehr hoch, ne? Oh, nee, nee, nee. Ich sehe schon Geister hier. Dann bin ich mit Anlauf da mal springen. Ah! Oh! Okay. Ich weiß nicht, ob es so gedacht war, aber ich bin zumindest auf die Plattform gelandet. Oh, da ist Luft an. Das ist bestimmt nicht gut. Danger. Danger. Ah. Mal so auf Verdacht hochgesprungen. Lara, nicht in die Wand, sondern von der Wand weg, bitte. Ja, in etwa so. Ja, das sieht doch nach dem Weg aus. Was ist, wenn ich mich jetzt nochmal fallen lasse? Ah ne, erstmal da rein. Erstmal da rein. So, Lara, hast du Licht an? Ich glaube ja, ne?
Okay. Oh, was hier so passiert? Müsste passen, ne? Ja. Ja, genau, da wollte ich ja vorhin schon hin. Okay. Ja, dann machen wir das mal, ne? Ich hab gedacht, das passt. Einfach so ins Blaue springen. Und nichts machen, nichts machen. Ja, das funktioniert. Her damit. Oh, zwei Stück. Tja, und wo? Keine Ahnung. Ist ein bisschen hoch, oder? Das ist stachelig. Tja, und ich würde sagen, Game Over. Was wir hier noch so haben. Sieht auch nicht so einladend aus, ne? Zurückspringen? Hm. Ist da auch Stacheldraht? Ja, es sieht zumindest ein stachelig aus. Okay, nützt alles nichts. Ich mache einfach mal einen Versuch. Das ist zu hoch. Komm auf das Rohr drauf. Ja, okay. Eigentlich selbsterklärend. Oder ich nehme jetzt einfach mal das Pieksi in Kauf. Ah, da war ein Weg. Jetzt habe ich da einen Weg entdeckt. Jetzt habe ich da einen Weg entdeckt. Ja, okay, Weg ist ein bisschen übertrieben, aber... okay. Interessant. Ist mich noch höher. Was soll ich hier oben? Aha. Jetzt muss ich wieder da oben. Oh, nö. Das glaube ich jetzt nicht, ne? Ja, okay, 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 okay. Diese Stachelige hier nicht hin. Jetzt gehe ich einfach mal in der Stachelige hier hinein. Aha. Okay. Ich weiß nicht, ob das so gedacht war. Aber ich bin da. Ich nehme mal schnell Energie, würde ich sagen, ne? Ja, ja, ist doch gut, Lara. Okay, von der Seite ist nichts. Hier lacht noch was, ne? Irgendwo habe ich da was gesehen, aus dem Augenwinkel. Ah, schön. Ich liebe diese Holzkisten. Wisst ihr auch warum? Kann man schön... Bäm! Schön dagegen bollern. So, schauen wir uns das mal hier alles an. Was haben wir denn hier?
Pfeile. Hier so eine Art Terminal. Der nicht funktioniert. Hä, war ich nicht hier vor? War ich hier nicht schauen? Da kommt mir hier so bekannt vor. Ja klar. Ich bin vorhin durch die Röhre gegangen, ne? Ich bin vorhin schon mal durch diese Röhre gegangen. Hä? Okay. Bin ich aber im Kreis gelaufen? Da kann ich wieder nach oben. War ich doch schon noch nicht. Komisch. Tja. Ist egal, ich geh einfach mal hier rein. Wenn ich kriege, soll es rennen. Nicht zu sagen, Spurten. Jetzt? Lara? Wäre schön, wenn ich dich sehen würde. Okay, ich wurde gescannt. Aus irgendwelchen Gründen packt ihr die Waffe selbstständig wieder ein. Also wäre das hier eine Freedom-Ära quasi. Also wäre das also eine, also wäre hier so eine Art Freedom-Area. Ja, drücken wir auf das Knöpfchen hier, komm. Ich trau mir nicht. Ach komm, volle Pulle. Cutscene, jawohl. Ach, das sieht ja mal appetitlich aus. You have a new message. Read it. My audio message. Send up the name of biologist Dr. Gordon. From the station medical pavilion. Medical pavilion? Shit! I missed something. If they moved the medical pavilion to another place, why are they still here? Damn. Focus, Laura. Voice, what's this place? What's the name of this station? Please, sorry. Is there a radio signal? Yes. I need to contact Aaron. Aaron, respond. Where are you? Aaron, I don't have much time, so listen. There is no medical pavilion. What? Yeah. Anyway, they've discovered something important here. You were right. They're digging here for something. Maybe it will help us find a vaccine or some help. That's our best chance. Run away. Keep the radio on. Okay. Keep the radio on. Play this message. Audio message from medical pavilion. The origin of prions, which degenerate human tissues, isn't clear. We have strong evidence that ruins are somehow connected with it. The perpetrator's intentions remain unclear. Degenerated tissues could suggest an attack. However, close examination may indicate an unsatisfactory synergy between species. End of thought. Now I understand. They're not searching for the cure. Or not here. I think they found the source of infection in those ruins. Voice, what is the X? Unidentified flying object. Voice. Okay. 100 Gummipunkte, jawohl. Für die Wahrheit. Ja, die Wahrheit ist manchmal bitter. Aber Lara hat hier nichts gefunden. Hier gibt es nichts. So, Boys. Was ist jetzt los? Please help me. Not good, ja, das habe ich gerade auch so gedacht. Ich speichere mal lieber schnell ab. So, ist das jetzt das letzte Level hier?
Ah, ich drücke mal den falschen Knopf. Nee, muss ich alles wieder zurückgehen? Okay, ich habe so die Befürchtung, dass ich jetzt auf Zeit irgendwie zurückrennen muss. Na komm her. Nicht mit mir, du. Du brauchst überhaupt kein Licht an, Lara. Lara, mach doch mal Licht an. Ah. Ja, wo muss ich hin? Nach oben? Ich meine, die Leiter ist ja nicht für Lulu da, ne? Ist die Tür jetzt auf? No. The door is closed. Oder besser gesagt, blocked. Okay, up we go. Und jetzt? So, man kann noch weiter nach oben. Dann kann ich da rein, dann bin ich hier. Vielleicht kann ich mit dem Aufzug wieder zurück. Okay, wenn man das vorher weiß, kann man sich auch ein bisschen besser darauf vorbereiten. Boah, ich hab's geschafft, Gott sei Dank, ey. Sind zwar zwei Granaten draufgegangen, aber ist egal. Hauptsache, er ist tot. Sofort safen. Gut, wie geht jetzt weiter? Ich denke mal, ich muss den Rückweg einschlagen. Warte, ist das überhaupt richtig? Ja, ich schwung einfach mal rüber. Mal schauen, was passiert. Ah, zu weit! Oh, ich dachte jetzt schon. Ja, hier ist eine Sackgasse, ne? Hä? Okay. Hab ich gerade was vergessen? Ja, scheinbar. Ach genau. Man kann ja hier hochspringen. Das mache ich jetzt nochmal. Das habe ich noch nicht intensivst, ups, genug getestet. Die von der Tür, ich habe keine Ahnung. Ah, ich hab's geschafft. Keine Ahnung, wie ich das gemacht hab. Keine Ahnung. Schnell safen. Das ist sowas von safe, dass ich jetzt safe.
Okay, jetzt ist es hier eine Sackgasse. Ah, hätte ich mir voll schenken können, ne? Da hoch? Kann ich da hochgreifen? Ach, ich spring einfach mal. Oh, das ist eine Stange! Hätte ich mir gar nicht gesehen. Das war jetzt so eine Brustaktion. So, Energie ist vorhanden. So, jetzt muss ich doch eigentlich hier wieder zurückspringen können, ne? Ich bin doch von hier gekommen. Okay. Ja, wenn ich hier überhaupt hin muss, ne? 100% sicher ist das alles hier nicht. Da hoch, na, auf dem Container. Ah komm, ich versuch's einfach mal. Versuch macht klug. Oder doch daher? Was ist, wenn ich hierher gehe? Das war der Aufzug, ne? Ja, jetzt klappt's. Okay. Ja, jetzt bin ich hier ganz oben. Ich springe mal auf den Container hier drauf. Was soll's. Komm. Ja, warte mal. Da ist doch der Ausgang, ne? Ja, okay. Jetzt bin ich wieder hier. Ah, sie guckt da hin. Es war wohl scheinbar richtig. Ach du Scheibenkleister. Was soll ich denn jetzt machen? Der Super Endgamer. Okay, ich habe ihn erledigt, würde ich sagen, ne? Gut, der Hangar 2 ist ein bisschen fest, aber ist ja nicht mein Problem, ne?